Seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und natürlich auch Eigelaudum zu einem kleinen Best-of vom Zwergenfürst. Ich habe da mal ein kleines Best-of zusammengebastelt für die Marmeladen-Oma. Ja, sitze jetzt hier im Halbdunkeln und mache eine kleine Anmoderation zu diesem Best-of. Ich hoffe, euch gefällt's. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten viel Spaß mit dem kleinen Best-of für Marmeladenoma. Man sieht sich. Wir unterbrechen das Programm für einen kleinen Besuch. Das ist nämlich... Liebe Grüße aus Bayern. Dankeschön. War sehr gern dort 7 Jahre. Dein Freundin Jambana, der Dennis hat gerade mit dem Zusehen begonnen. Dankeschön, Dennis. Das ist die Marmeladen-Omi. Kann man das... die Marmeladen-Oma. Entschuldigung, die Marmeladen-Oma. Hier steht es. Marmeladen-Oma. Es gibt Menschen, die treffen ihr Idol. Und es gibt auch Menschen, die werden sogar von ihrem Idol erwähnt. Und das ist mir widerfahren. Ich wurde nämlich erwähnt von... Marmeladen-Oma. Gibt es euch? Danke dafür, Iblali. So, jetzt kann ich in Ruhe sterben. Bye, Leute. Und der Gewinner in dieser Kategorie ist die Marmeladenoma! Helga, Sophie, Josefa, kommt zu uns! Und sie kommt nicht allein, sie bringt Yannick mit, ihren Enkel. Gratulation! Wir lieben dich, Marmeladenoma! Willkommen auf der Märcheninsel bei eurer Marmeladenoma und Enkel Janik. Lieber Gronkh, hier ist die überwältigte, dankbare Marmeladenoma. Heute stelle ich euch ein Spiel vor, das mich irgendwie fasziniert. Ich werde es euch zeigen. Kommt man sich dann auch wirklich vor wie so ein Promi? Ach nee, nee, ich bin gar kein geltungssüchtiger Mensch. Marmeladenoma! Hallo, hallo. Hallo. Heute machen wir einen Vlog über meine Heimat, wo ich geboren und aufgewachsen bin. Meine Schwester Friedel ist da aus dem Fenster gestiegen, hat ihr Bündel Tanzkleider und Tanzschuhe in dieses Gras geworfen und dann ist sie an dieser Regenrinne runtergerutscht. Dass wir wieder etwas mehr zueinander in der Welt, in die Welt bringen wollen, ein bisschen Farbe und Poesie. Und da haben wir unsere Schätze geholt, der Herr Mell und ich. Und später war das ein Bunker im Krieg. Das ist ja eine Überraschung. So, der Janik kann sich nicht mehr verbergen. Und ich habe auch wahnsinnig viel Fanpost und sehr interessante Post. Und schreiben Mensch, die echte Briefe? Bis zu 10 Briefe am Tag. Ach, guck mal. Beantworte ich alle. Wenn wir etwas Kontakt halten könnten, weil ich sonst niemanden zum Schreiben oder Reden habe. Das ist aber sehr, sehr schade. Aber bei uns findest du jemanden, ganz bestimmt. Es sind Menschen, ich habe sogar eine Frau dabei, die hat kürzlich geschrieben, ich verdanke dir, dass ich noch lebe. Dort versteckten sich eigentlich nur die Großen, denn es war ein echt unheimliches Labyrinth, ohne Licht und ohne Fenster. Einmal ließ ich mich von meinen Gefährten doch überreden, mitzumachen. Es war unheimlich, völlige Finsternis. An den Mauern tasteten wir uns vorwärts, ab und zu kam ein Ruf, ein Name wurde gerufen, dann wurde es immer stiller, dann war ich allein in der Finsternis. Real Nox, hallo, wie viele Kinder haben Sie? Ich habe 3 Söhne, 4 Enkelkinder und 5 Urenkel. Musste sie erst mal zusammenzählen. So, willkommen in meiner Lesehöhle. Fangen wir links an. Hier haben wir einen Teerschrank mit alten Vasen, die ich auch sehr liebe. Henry Moss, sie sollte 30 Millionen Abos kriegen. Oh mein Gott. Ich danke dir. So. Soll ich mal?
Herzen, 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 ich bin bald zugedeckt. Ich schau gerade um meine Nasenspitze raus. Freischwimmer nur eins, vielen Dank, lieber Freischwimmer. Ach, fand ich das schön. Ich mach mal ganz kurz. Ein tolles Leben. Ich bin fast erschlagen. Ich habe mir gedacht, wir bezahlen Herzen ja einfach mal den Prozessor. Für den Streaming-PC. Hey, haben wir einfach mal übernommen. Raus. Ich hoffe, das ist okay. Aus der Schweiz. Ach so. Schön. So. Also, hier ist diese Puppe, die vielen von euch so Angst gemacht hat. Und die meine Lieblingspuppe ist. Sie ist in die Dele verbannt, das Lesezimmer verbannt. Ein Videopreis für euch. Bitte. Es ist wie ein Wunder. Eure Marmeladenoma und Enkel Janik.